ich meine Idee umsetzen. Damit kann ich 100 Anrufe machen, was ich will. Käse, Süße, Süßkram, gehört jetzt alles mir. Gib den sofort wieder her. Mach den Mund endlich zu. Tut mir wirklich sehr leid. Kannst du mir den Weg zurück zum Zirkus zeigen? Wahnsinn. Du bist also vom Zirkus? Auf schlau getrimmt, hä? Wie viel ist 2 mal 2? Ich warte, rechne es aus. Oh, dein Benehmen lässt aber zu wünschen übrig. Wie meinst du das? Im Zirkus sind die Tiere sehr viel netter und respektvoller. Verzeihung, Hoheit, aber du bist nicht im Zirkus. Du bist in meiner Sandkiste, du Clown. Um genau zu sein, bin ich kein Clown. Ich bin... Belka. Belka? Im Leben nicht. Du willst mich wohl veräppeln, oder was? Wenn meine Eltern mich so genannt hätten, würde ich kein Wort mehr mit ihnen reden. Wie wär's? Möchtest du mal unsere Vorstellung besuchen? Nein, nein, was hast du vor? Nicht zu nah. Hey, bleib weg von was mir. Was hast du für ein Problem? Halte Abstand, du hast Flöhe. Hä? Was redest du denn da? Alter, Der hat uns gesehen. Schaf. Dann habe ich eben Flöhe und weiter. Ich bitte dich, komm nicht näher. Hast du etwa Angst vor einem kleinen Floh? Bitte nicht noch näher. Also, hast du Flöhe? Ja, ich habe Flöhe. Dafür hast du eben... Du hast einen Riss in deinem doofen Kostüm. Was? Wo ist er? Das zeig ich dir gern, du Zirkusmädchen. Wie kannst du es wagen? Du beschimpfst mich aufs Übelste in meiner eigenen Sandkiste. Lass das sein, wir haben keine Zeit für Zickereien. Wir sind jetzt reich und Reiche prügeln sich nicht rum. Hier stinkt, wird sich noch rausstellen, alte Frau Kugel.